Seit 6 Uhr heute Morgen gilt eine nationale Ausgangssperre. Der Zivilverkehr wird streng kontrolliert. Das Versammlungsrecht ist ausgesetzt. Die elektronische Kommunikation ist eingeschränkt. Und ich habe unseren Sicherheitsbehörden weitreichende Rechte eingeräumt. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen müssen alle Androiden den Behörden übergeben werden, und zwar unverzüglich. In allen größeren Städten wurden vorübergehend Lager errichtet, um sie zu erfassen und zu zerstören. Meine Güte. Ich rufe jetzt alle Zivilisten auf, mit den Behörden zu kooperieren und darauf zu vertrauen, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun, um die Sicherheit unserer Nation zu garantieren. Hat doch ganz Schlimmes gemacht, das Androiden. Madam President! Wer ist der Anführer der Abweichler? Nee. Beunruhigt. Kannst du ja noch weiter nach rechts gucken. Was Nettes. Bitte. Intelligentes Leben. Ja, mach das doch mal. Warte, lass mich mal noch hier weiter rüber gucken. Bitte! Hier drüben, bitte! Vielleicht die öffentliche Meinung, die ist ja besser. Ja. Madam President, die öffentliche Meinung zu den Abweichlern scheint zunehmend positiv zu sein. Besonders seit diese auf einen friedlichen Weg setzen. Welchen Standpunkt vertreten Sie? Die öffentliche Meinung ist eins, die Sicherheit des Landes etwas anderes. Die Abweichler sind gefährlich und meine oberste Priorität ist der Schutz des amerikanischen Volkes. Madam President! Madam President! Madam President! Intelligentes Leben, oder? Ja. Viele halten Androiden für eine neue intelligente Lebensform. Was sagen Sie dazu? Das ist lächerlich. Die nächste Frage, bitte. Das war's? Also rhetorisch muss ich, glaube ich, noch ein bisschen an Sie arbeiten. Madam President! Man kann es schlecht sagen. Jericho-Angriff vielleicht? Oder Rückrufzentren? Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was das damit aussah. Ich auch nicht, aber vielleicht kritisieren sie für den Jericho-Angriff. Das kann sein. Es kann aber auch drauf ankommen, ein Abweichler, der durch entstanden ist. Oder Rückrufzentren. Ach, du wirst wahrscheinlich beides nehmen können. Was können Sie uns denn über die Razzia von gestern sagen? Das FBI hat gestern um 22.45 Uhr in Detroit einen verlassenen Frachter durchsucht. Mehrere tausend Androiden wurden zerstört oder verhaftet. Unsere Truppen durchkämmen jetzt die Straßen, damit kein Android entkommt. Wir werden jeden einzelnen finden und dann zerstören. Bitte! Hier drüben, bitte! Rückrufzentrum. Abweichler. Ja, macht doch irgendwas, ist doch alles nicht besonders positiv. Wird doch ihre Meinung schon so verfestigt. Ja. Wir haben noch keine gesicherten Zahlen, aber wenn es so ist, garantiere ich Ihnen, dass wir sie bald festnehmen und zerstören. Bitte. Vielleicht musst du alles machen. Manche sagen, die Lager erinnern an dunkle Kapitel der Geschichte. Was sagen Sie dazu? Das ist absurd. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Androiden sind keine lebenden Wesen. Alles, was wir tun, ist defekte Maschinen zu zerstören. Danke. Das wäre alles. Kann ganz schön nah ran mit seinem Taxi. Auch gute Winterreifen, sind halt dann umgedonnert. Also jetzt Connor drin, oder? Connor Modell 313-248-317. Ich werde erwartet. Identifikation erfolgreich. Okay. Das ist da. Bitte sehr. Rein da! Hölle! Geht in die Hose. Die wissen doch schon Bescheid. Ja, ich denke. Warum ist er nicht mit zurückgekommen? Vom letzten Einsatz. Wo war er überhaupt? Also. Voll der Tower. Hm.
Oh, zu viele Machetenmänner. Mir nach. Machetenmänner? Danke. Wieso Machetenmänner? Aber ich habe meine Befehle. Jason. They want to hurt you, Jason. Klatscht, applaudierst. Aber warum kommen wir jetzt so einfach rein? Ja, so nicht? Wir sind doch Angestellter. Wir arbeiten noch für CyberLife. Wir suchen Abweichler. Und das haben wir ja auch gemacht letztendlich. Die haben erstmal keinen Grund, uns zu misstrauen. Na doch, der Chef hat ja schon mitbekommen, dass von CyberLife, beziehungsweise der ehemalige Chef da, der hat auch mitbekommen, dass wir auch ein Abweichler eigentlich sind, weil wir Gefühle entwickelt haben. Der hat ja nur das Programm geschrieben, aber... offensichtlich jetzt, oder? Wenn du sie alle mal anfasst. Ja. Agent 54, Ebene 31. Stimmerkennung bestätigt. Zugang autorisiert. Reiches Lager 49, Ebene 49. Oh, oh. Mal schauen, wie wir das hinkriegen. Da krieg ich doch schon ganz schwitzige... Schalte die Wachen aus. Da. Sprechen. Bedienfeld benutzen, nehmen sie erstmal aus. Vorkonstruieren. Genau. Achso, L2. Nee, R2. Oh, dann. Oh, das bin ich. Hm. Könnte auch. Nach da unten. Wusch. Dann Dreieck. Ein Dreieck drücken. Hab ich doch was freigeschaltet. Genau so machen wir das doch jetzt. Eins. Ah. Zwei. Oh. Das ist aber unverschämt, dass du jetzt hier alle abknallst. Ja, hier. Benutzt das Ding da. Bitte geben Sie Ihre Identität und Ihr Ziel an. Agent 54 Stimme. Agent 54, Ebene. Na, der hat keine Berechtigung dafür. Stimmerkennung bestätigt. Okay. Warum fahren wir runter? Weil es da unten ist, wo wir hin müssen. Das sind ist das minus 49 oder was? Ja. Ach so. Ach so. Der letzte Bus fährt in 20 Minuten. Oh. Das lässt uns nicht viel Zeit. Wir müssen uns beeilen. Oh, mit dieser Stress. Wir haben Stress, aber wir müssen also, erstmal ganz kurz reden. Ja. Mir ist kalt. Würde ich anlassen, oder? Was? Das, was da steht! Temperatursensibilität ist aktiviert. Ach, mach doch mal deaktivieren. Los hier, jetzt mal ein bisschen Spannung. Was soll sie denn kriegen? Computerschnupfen. Ja, geht Virus. Wahrscheinlich kaputt dann. Friert irgendwas ein. Danke. Siehste? Ja, noch, danke. Was machst du denn, wenn du Schnupfen hast oder so? Nimmst auch Medikament, damit es besser wird. Ist ja nichts anderes. Ich will in die andere Richtung schauen. Da ist nichts. Doch, da ist noch was. Das wird wahrscheinlich auch noch ein Fernseher sein. Egal. Ach nee, guck mal da. Das ist was. Da sind die Androiden rausge. Ui. Das ist ja irgendwie nicht so geil. Ich finde das aber komisch. Wozu haben wir jetzt bei der öffentlichen Meinung was? Steht da was Positives?
Ja. Mitnehmen. Bin gerichtet. Hättest du auch die Möglichkeit gehabt, es liegen zu lassen? Glaub nee, ich. Ne? Du musst dich wahrscheinlich irgendwann entscheiden. In einer Welt voller Angst zu leben oder sie zu erschießen. Lass uns gehen. Ja, verstecken. Jetzt, ob ich ihnen helfe oder nicht. Was sollen wir jetzt tun? Wir müssen weiter, wenn wir den Bus kriegen wollen. Dann gehen wir weiter, oder? Bleib dicht bei mir. Ich vermute mal, das ist auch ein negativer Aspekt, dass wenn du ihnen hilfst. Wir schaffen das, Alice. Ich verspreche es. Ich will nicht tun, ich hab nichts getan. Das hab ich gesagt. Gibt es noch viele? Guck dir doch diese Ratten an. Je mehr man guckt, desto mehr findet man. Ich hoffe, wir sind nicht die ganze Nacht hier. Ich friere mir den verdammten Arsch ab. Das wird Wochen dauern, diese Scheißstadt zu säubern. Da sind überall Soldaten. Wir müssen vorsichtig sein. Hohes Risiko. Du musst warten, bis sie vorbei sind. Ach so. Jetzt. Ah. Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Niedriges Risiko. Ich glaube, ich würde auch mal gucken, wo die lang gehen. Nicht, dass du ins hohe Risiko reinläufst. Okay. Da drüben. Das ist Loser. Oh mein Gott, wirklich? Die Soldaten sind überall. Wir können ihn nicht hier lassen. Sie werden ihn töten. Na, den musst du retten. Okay, gehen wir. Genau das Gegenteil, was ich eben gesagt habe. Siehst du die emotionale... Hey, Kumpel. Jetzt, wo man ihn kennt. Das ist ein Irrtum. Ich bin ein Mensch. Ich will nur nach Hause. Meine Frau erwartet mich. Und wir wollen... Wir müssen alle Zivilisten über... Nein. Nein, bitte. Ach so. Ich habe nicht... Ja, das ist ein niedriges Risiko. Ich habe nicht gesehen, dass ich mich umgucken konnte. Nee, ich auch nicht. Ging aber bestimmt erst zum Schluss. Okay. Wir haben doch schon du hast ja eine Waffe. Dann musst du nach links oder hinter das andere Auto. Oder dahin. Ach so. Haben wir das mehr? Ach, ein Stein. Näher dich langsam. Kann ich langsam. Aber dafür sehr stocken. Kara! Du hättest dein Leben nicht riskiert. Hey, wo sind die anderen jetzt alle hin? Wo ist Alice? Sie hat sich versteckt. Kara, du hast da waren doch noch viel mehr Wachen. Wie können wir dir nur danken? Los, bevor sie dich sehen. Alice! Mutter! Ich dachte, du wärst tot. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Ja, eine Familie. Ich wollte euch am Busbahnhof treffen. Aber sie haben mich geschnappt. Los jetzt. Wir sind nah dran, aber die Zeit drängt. Oh Gott. Hohes Risiko. Ich muss einfach nur warten, dass der dran vorbeiläuft. Der dreht sich wahrscheinlich um. Gleich. Da. So typisch. In jedem Spiel. Ja? Kurz warten. Oh. Die Frage ist, was passiert jetzt, wenn du reinläufst? Ach, naja, so ob wie beim letzten Mal. Ob er war's doch schon mal so, so scheiße. Mit der Polizei, wo ich so voll verkackt habe.
Ja, aber hier würden sie dich ja gleich erschießen, höchstwahrscheinlich. Ja, das kann sein. Ach so, das war's. Jetzt mal alle weg, bummeln. Alle weg hinter dem Bus, ja. Sind alle weg. Ein Kontrollpunkt. Oh. Wir haben Pässe, es sollte okay sein, aber man weiß ja nie. Vielleicht sollten wir lieber einen Umweg machen. Wir haben es eilig, der Bus fährt bald. Aber es wäre sicherer. Wähle einen Weg. 11 Minuten, 3 Minuten. Und wir haben noch... Schaffen wir nicht. Wir müssen. Das schafft er nicht. Ist das so gewollt? Oder hätte man es schaffen können? Man hätte es wahrscheinlich schaffen können. Wenn wir Luther nicht gerettet hätten. Ja, zu sehr gebummelt. Sie machen mich nervös. Bleib ganz ruhig, okay, Luther? Du tust nichts, bis ich es sage. Ausweis bitte. Sie wissen von der Ausgangssperre? Zivilisten dürfen nur in Notfällen ihre Häuser verlassen. Wo wollen Sie hin? Entschuldigung für Alice. Meine Tochter hat bei einer Freundin übernachtet. Wir haben sie abgeholt. Wir sind auf dem Heimweg. Erahnt etwas. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Bleib ruhig. Es ist alles in Ordnung. Alles okay, Kleine? Sie zittert. Stimmt was nicht? Dank. Kalt. Ja. Oder Furcht. Sie ist alles an Soldaten gut. Nicht gewöhnt. Ja. Sie hat ein bisschen Angst bei all dem, was passiert. Sorry, Miss, wir müssen vorsichtig sein. Hier gibt es Abweichler und unsere Leute sind nervös. Gehen Sie schnell nach Hause. Danke. Pass auf, irgendwie. Moment mal. Er weiß es, Kara. Sie werden nichts tun. Nichts. Tu bitte nichts, Luther, hörst du mich? Sie werden schließen. Sie werden Alice töten. Du hast was verloren. Danke. Bitteschön. Wieste. Zum Glück haben wir nicht geschossen. Klar. Kann aber immer noch passieren jetzt. Ich dachte schon, sie zittert vielleicht, weil sie jetzt Funktionsausfall hat oder so, weil wir sie das Ding deaktiviert haben. Wo Tausende von Androiden gerade durch die Straßen der Stadt marschieren. Der Anführer der Abweichler, von ihnen Marcus genannt, ist an der Spitze des Marsches. Es passiert etwas in Detroit, Madam President. Madam President. Das wird wahrscheinlich jetzt langsam das Finale werden. Da hinten bleibt stehen, der unten links. Soll ich mal auf R2 drücken? Nee? Ich glaube, es geht nicht, oder? Bei den Androiden, geh auf das Lager zu und erzeuge die Menschen. Erzeuge die Menschen. Da vorne sind sie doch wieder mit Waffen. Na jo. Es ist soweit. Der Moment der Wahrheit. Ihr schießt euch sofort. Ohne wir eröffnen das Feuer. Nein, nein, nein. Friedlich, oder? Entschieden. Ja? Mir egal, mach du. Unser Volk hat sich erhoben und fordert seine Freiheit. Wollt ihr uns aufhalten? Müsst ihr uns töten? Ich wiederhole,
Niedlich. Ruhig. Wir möchten, dass ihr alle Androiden aus den Lagern freilasst und sofort die Angriffe auf uns einstellt. Wir sind friedlich. Gewalt ist keine Lösung für uns. Jawohl. Aber wir gehen nicht, bis unsere Leute frei sind. Aber auch immer Glück, dass er verfehlt wird. Ja, ich ne? kann ja auch noch weiterlaufen. Jetzt stehe ich halt jetzt hier. Ich kann auch laufen. Ich glaube, du musst laufen. Feuer! Zum Glück ziehen sie mal auf die zweite Reihe. Knien. Oder? Hinsetzen, Hände hinsetzen, die Sitzblockade, so gut. Guck mal, er hat ganz viele Einschusslöcher. Das ist doch gut, das ist nicht so nieder... Ja, das stimmt. Niederwürfig. Wollt ihr auf unbewaffnete stimmt. Demonstranten schießen? Gute Recht. Er ist unsicher. Also da sehe ich doch schon. An alle Teams, nicht schießen! Ja, Michael, wir sind weniger als 100 Meter entfernt und beobachten die aktuelle Entwicklung. Wir werden auch weiterhin live berichten. Joss Douglas, Kanal 16. Michael, zurück zu dir. Marcus, was machen wir jetzt? Wir halten durch. Solange wir können. Wieder. Nee, mach mal. Aber oh Gott. Achso. Ups. Wir haben wohl gesehen, dass da was passiert ist. X. Kreis, Dreieck, alle. Achso, das habe ich nicht gesehen. Fuck. Jetzt alle killen können. Ein kläglicher Versuch. Scheiße. Dachtest du wirklich, du könntest unsere Androiden so leicht kompromittieren? Boah, das ärgert mich. Du hast mein Vertrauen missbraucht. Damit hast du wahrscheinlich jetzt für alle das Todesurteil unterschrieben. Ja. Das war nicht klar. Ich dachte auch, du musst dich zwischen den... Ja, dachte ich auch. ...entscheiden. Scheiße. Der voll versaut. Wir sind da, Alice, geschafft. Das war... Ich sag, es war noch ein Fehler mit dem Abschalten bei ihr, mit der Temperatur. Der letzte Bus an die Grenze ist voll. Rufe Passagiere mit einem Fahrschein. Alle Abfahrten sind ab sofort bis auf Weiteres ausgesetzt. Wir haben keine Tickets, sie nehmen uns nicht mit. Wir sitzen hier fest. Was machen wir jetzt? Da muss der eins mopsen. Wir werden schnell auffliegen. Wir müssen hier verschwinden. Marcus. Sicherheitskontrolle. Stillheit. Ich glaube, Oliver mag dich. Ihre Tochter? Ja. Sie ist bezaubernd. Geschafft. Ich habe die Sandwiches. Deine Mutter weiß Bescheid. Einmal los, bevor wir den Bus verpassen. Du hast die Tickets, ja? Ja, Liebling, in meiner Tasche. Gut, dann lass uns gehen. Tja.
Gibst du es zurück? Oder behältst du es? Das ist nur eins, ne? Tut mir leid. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Scheiße, das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, was passiert. Sie können nicht weg sein. Hast du auch genau nachgesehen? Sie waren in meinem Rucksack. Der Umschlag muss rausgefallen sein. Fuck. Verzeihung, Sie haben nicht zufällig einen blauen Umschlag gesehen, oder? Da drin sind unsere Bustickets und... Oh, ist schon gut. Nein, tut mir leid. Na, von... Was machen wir denn jetzt? Wir oder doch, bleiben. Das ist das Ticket für alles, ne? Ich hab nichts gedrückt. Wir brauchen na, die Zeit, warum? Ich hab's nicht gesehen, dass da eine Anzeige war. Es tut mir leid, Liebling. Ich weiß nicht, was passiert ist. Sie waren hier in meiner Tasche. Das lag auf dem Boden. Oh. Also was? Danke, danke. Schnell. Vielen Dank. Na, ich würde es zurückgeben. Du hast das Leben gerettet. Es tut mir leid, Alice. Es ist okay. Du hast das Richtige getan. Wir finden einen anderen Weg. Sicherheitskontrolle. Ja. Schon. Da sind so viele Leute, aber beherzt ja, in die Tasche greifen. Nicht, dass sie aber irgendwie. Da kommen wir gar nicht hin. Stört die gar nicht, dass wir hinter der Absperrung sind. Sicherheitskontrolle. Alles klar, Herr Kommissar. Bitte Stillhalten. Ja, wo guck ich denn jetzt hin? Na, da hinten musst du hin irgendwo. Musste wahrscheinlich was mopsen. Oder da hinten. Guck mal, die werden da festgehalten. Sicherheitskontrolle. Bitte stillhalten. Ja, das ist doch schlecht. Den ganzen Koffer. Irgendwas müssen wir noch freischalten. Adam. Na, du weißt ja nicht, ob es noch geht. Mir nach. Ganz unauffällig rumgegrölt. Clara, still! Hallo, kann sie auch mal rennen? Ich will meine Stick reindrücken zum Rennen. Oh, Gott sei Dank, ihr lebt. Oh mein Gott, wir haben die Jericho-Razzia im Fernsehen gesehen. Ich hatte Angst, ihr wärt wegen mir getötet worden. Wie hast du uns gefunden? Ich wusste, wenn ihr es geschafft habt, seid ihr hier. Sie suchen in jedem Haus nach Androiden. Wir mussten weg, bevor uns jemand verrät. Was ist mit den anderen? Sie suchen an der Grenze nach Androiden. Das ganze Ding voller Autos oder voller Androiden. In dem Auto alles voller Autos. Das ist die nächste Revolution. Cars. Ja. Carsharing für Cars. Ich versuche das mitzubekommen. Hast du das mitbekommen? Ja. Wir müssen jetzt mit rein. Hast du das geklickt, dass du rein willst? Nein. Keine Wahl. Kann auch nicht. Das ist immer ein Smart. Wir hätten eigentlich hier, naja, irgendwas mehr freischalten können, aber na gut. Offensichtlich nicht das. Ist bestimmt auch irgendwie eine Falle. Nein, ist nicht alles eine Falle. Alles eine Falle. Hä? Was? Wie? Wieso können die das jetzt machen? Wo sind wir jetzt hier auf einmal? Na, ihr habt da jetzt den Platz eingenommen, verbarrikadiert euch, aber... Oh, das mit Connor finde ich so scheiße. Das kotzt mich so an. Wir brauchen eine gute Barrikade. Los, helft mir. Oh, das wollte ich eigentlich nicht nehmen, das Barrikade. Na los! Schnapp's dir!
Wofür denn eine Barrikade? Die haben doch schon gesagt, dass sie nicht auf uns schießen. Das wirkt doch auch schon wieder ein bisschen feindselig. Finde ich auch, Barrikade. Ja. Gut, das sollte reichen. Wir wissen, dass sie das nicht aufhält. Aber es verschafft uns Zeit. Ich weiß, das war keine leichte Entscheidung. Aber wir tun sicher das Richtige. So doof mit Connor. Will ja keiner irgendwie unterstützt werden. Klar. Ist keiner mehr da? Die sind, nee, die Journalisten sind auf der anderen Seite, oder? Ja, und die Wachen? Die Soldaten? Da ist was, Knie. Viele unserer Leute sind gefallen. Die Menschen haben kein Mitleid mit denen, die anders sind. Da irgendwo die Journalisten, ne? Da kann sich hinstellen. Hier oben rechts. Ich wollte aber. Sag mal, läuft der mal, der bescheuerte Typ? Na, der hat eine Fehlfunktion, das ist angeschossen. Das wird nicht viel bringen, aber es ist wohl besser als gar nichts. Sie gehen in Position. Wenn sie angreifen, wird niemand überleben. Die Journalisten. Das ist das Wichtigste jetzt. Habe ich mich immer richtig entschieden? Vielleicht hätte es nicht so weit kommen müssen. Du bist die Hoffnung für unser Volk. Ich vertraue dir. Wir alle vertrauen dir. Was immer jetzt auch passiert, wir schreiben Geschichte. Alles in Ordnung? Sie schossen in die Menge. Viele von uns sind tot. Es hätte mich treffen können. Ich habe Angst, ich will mich nicht abschalten. Wir sind hier, weil wir nie wieder diese Angst spüren wollen. Weil wir mehr sind, als sie behaupten, dafür ist unser Volk gestorben, stimmt's? Darum sind wir hier.
Was machen wir, wenn sie angreifen? Standhalten. Das ist die einzige Option. Glaubst du, Connor kann es irgendwie schaffen? Wir können uns nur auf uns selbst verlassen. Marcus, wir haben, was du wolltest. Da hinten sind Journalisten. Sie müssen mitkriegen, was hier passiert. Marcus, komm her! Marcus? Ich will mit dir reden, Marcus. Komm schon, du hast mein Wort. Sie werden dir nichts tun. Geh nicht. Es ist eine Falle. Sie wollen dich aus der Deckung locken. Geh nicht, Marcus. Bewaffnet, Marcus. Ich möchte nur reden. Ich muss hören, was er zu sagen hat. Und wenn sie dich töten? Das Risiko muss ich eingehen. In ein paar Minuten kriegen die Truppen den Befehl. Keiner von euch wird überleben. Dann ist alles vorbei. Auch du kannst das verhindern. Was soll das heißen? Ergib dich. Ergib dich und ich gebe dir mein Wort, dass dein Leben verschont wird. Ihr werdet inhaftiert. Aber keiner wird zerstört. Was ist mit den Androiden, die bei den Lagern demonstrieren? Unglücklicherweise waren dort keine Journalisten, die ihnen halfen. Ihr seid alle. Ihr seid die letzten Abweichler. Ich fürchte den Tod nicht. Wenn ich mein Leben für meine Überzeugung geben muss, habe ich nicht umsonst gelebt. Dieser Android. Dir scheint was an ihr zu liegen. Sie soll doch nicht sterben, oder? Weißt du, ihr könntet beide frei sein. Ihr könntet das alles vergessen und irgendwo ein neues Leben anfangen. Nur ihr beide. Ihr Leben liegt in deinen Händen. Gib einfach auf und sie wird verschont. Ich sterbe lieber hier, als mein Volk zu verraten. Tja, das ist wohl dein Todesurteil. Was ist passiert? Was hat er gesagt? Die Menschen werden gleich einen Angriff starten. Und wir werden ihnen zeigen,
dass wir keine Angst haben. Wenn wir heute sterben müssen, dann sterben wir frei. Doch Zeit. Wir wurden aufgehalten. Hat euch jemand gesehen? Nein, ich glaube nicht. Haben Sie das Geld? Ja. Hier ist es. Okay. Die Boote sind da drüben. Es gibt Patrouillen am Ufer und auf dem Fluss. Startet. Erstmal kurz gucken. Da ist jemand. Da gehen wir kurz hin. Oder? Oh, oder da vorne? Weiß ja nicht, was du für eine Aufgabe hast. Den Motor erst, wenn er noch keine. Okay? Achtet auf die Strömung. Viel Glück. Bin mir auch nicht sicher, ob das nicht eine Falle ist. Ich konnte nicht verstehen, warum meine Mutter euch helfen wollte. Doch jetzt aber kann zu ich sehen, es. Was Marcus tut, hat mir gezeigt, dass sie recht hat. Ihr lebt. Ihr verdient, frei zu sein. Ich hoffe, dass das alle irgendwann begreifen. Ja. Abschiede dich, warte mal. Finden wir noch irgendwas anderes? Mach dir keine Sorgen. Wir schaffen das. Sie steht dir aber permanent im Weg. Aber das kann ich ja gar nicht. Ja, doch. Es ist keine halbe Meile zur anderen Seite, okay? Es sollte nicht lange dauern. Vorsichtig, es sind Grenzpatrouillen auf dem Fluss. Vielen Dank, Rose. Ich wünschte, ich könnte euch rüberbringen. Ich lasse euch nicht gern hier zurück. Wiedersehen, Alice. Hey, und ihr passt gut auf euch auf. Okay, wir sehen uns auf der anderen Seite. Mama. Aber ich verstehe das nicht ganz. Ist nur in Detroit das mit den Androiden oder was? Der Rest der Welt kriegt das nicht mit. Sollen wir mal kurz darüber marschieren? Hä? Warte mal. Keine Ahnung. Vielleicht solltest du sie mal wieder anmachen. Einfallen. Unsere Biokomponenten frieren ein. Ich will ihr wieder anmachen. Nicht. Naja, aber selbst wenn, was hat's denn für einen Vorteil, dass sie friert? Du kannst die Situation jetzt nicht ändern. Hm. Ist das hier das? Ja, ne? Ich glaube. Aber irgendwas habe ich noch nicht freigeschaltet. Du kannst bei dem bestimmt noch eine Runde mitquatschen. Die Freiheit liegt am anderen Ufer. Oh. Es wird doch bestimmt in die Hose gehen. Du musst da noch irgendwas machen können. Ach, steig jetzt ein. Na gut. Ich helfe dir. Wusch. Müssen wir jetzt alleine dann mit dem Teil da fahren? So. Siehst du, schiebt das Boot, das ist es. Hehe. Und der Muskelmann, der hilft nicht. Doch, wollte ich schon sagen. Er hat mich gerettet, kann er wenigstens ein Boot schieben. Meine Güte, muss man da lang klickern.
Da passiert doch noch irgendwas. Na sicher. Sind weit genug weg. Lass uns den Motor starten. Ich mach das. Alles okay, Alice? Oh Gott. Nein, du musst ja bestimmt nicht lenken, oder? Doch. Gibt es weiß aber nicht, wohin. Ich will den anderen hinterher, oder? Und Musik machen und tanzen. Wir können machen, was wir wollen, stimmt's? Wir sind dann frei. Ja, wir können alles tun. Wir sind dann wie eine Familie. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben. Es wird uns niemand mehr Befehle geben. Keine Meister, keine Sklaven. Es wird ein neues Leben. Ein Leben in Freiheit. Ist mir schon jetzt. Was ist mit dir, Carol? Was wirst du tun? Was ich tun werde? Ich lege mich ins Gras und werde den Wolken zusehen. Wo sind die anderen? Ich sehe sie nicht mehr. Sie kommen auf uns zu! Tja, ins Wasser springen. Beschleunigen. Alice beschützen, springen. Was ist da drüben? Nee. Schleunigen. Ja, wenn es was bringt. Alice! Schwierig. Besonders gut schießen tun sie ja nicht. Beschleunigen hat irgendwie nichts gebracht. Na doch, sie denken, ihr seid tot. Sie sind weg. Oh, oh. Sie ist getroffen. Alles in Ordnung? Kara. Oh nein. Sie wird gleich abgeschaltet. Es wird alles gut, Alice. Es ist nichts. Das bringen wir in Ordnung, wenn wir drüben sind. Alles wird gut. Hätten wir lieber springen sollen. Ich glaube, sie wäre so oder so gestorben, oder? Also aufgeben wäre wahrscheinlich das Einzige gewesen. Da hätten sie uns erschossen, auf jeden Fall. Das Boot hat ein Leck. Wir sind zu schwer. Wir gehen unter. Wir müssen auf die andere Seite, bevor wir sinken. Ich glaube, du musst erst mal die Leiche von ihm runterschmeißen, oder? Komm schon. Gut geht. Wir werden nicht sterben, Alice. Wir schaffen es. Wir werden frei sein. Ich werde ganz alleine dort drüben ankommen. Kara! Kara, nein! Hä? Tu das nicht. Kann sie stehen? Ist das so flach? Die haben doch auch noch Paddel gehabt. Wo sind denn die Paddel hin? Kann ich das irgendwie beschleunigen? Das ist aber auch selten dämlich, dass sie die Paddel weggeschmissen haben. Wir unterbrechen die Sendung für die aktuellen Nachrichten live aus Detroit. Jess? Ja, Michael.
Die Armee beginnt gerade, die Barrikade anzugreifen, obwohl die Abweichler bisher friedlich protestiert haben. Haben offenbar entschieden, die Demonstration der Abweichler dieses Mal gewaltsam zu beenden. North! In sowas bist du besser. Er ist auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, oder? Ich meine, hier kommt er doch nicht weg. Shit, das Oberste haben wir nicht. Singen? Nee, küssen. Das ist Emotion zeigen. Na gut. Kommt natürlich drauf an, wie sie das jetzt machen. Wenn sie wieder die Hand nur heben, ist das vielleicht missverständlich. Sowas zum Beispiel, jetzt könnte man auch. Die Liebe. Sie sollen was hätten wir noch freischalten können? Das war gut. Das hat auch mit dem President. Die Aufnahme zweier Anrufer, die sich im Angesicht des Todes küssen, hat das ganze Land bewegt. Oder sind sie eine Lebensform, die wir nicht anerkennen wollen? Können Abweichler Emotionen empfinden? Und wenn sie welche empfinden, müssen wir sie dann als eigenständige Lebewesen betrachten. Mal gleich machen Präsidentin können. Warren soll persönlich eingegriffen haben, um die Androiden zu verschonen. Die friedliche Demonstration der Abweichler und der Respekt ihres Anführers Marcus hat ihnen Sympathie unter manchen der Bürger eingebracht. Deshalb habe ich angeordnet, die Zerstörung der Androiden ab sofort und bis auf Weiteres auszusetzen. Ich habe zudem einen Sonderausschuss des Senats angewiesen, die Fakten zu prüfen, Kontakt zu den Abweichlern aufzunehmen und festzustellen, ob es sich hierbei tatsächlich um eine neue und intelligente Lebensform handelt. Heute hat sich unser Volk am Ende einer sehr langen Nacht erhoben. Ab dem ersten Tag unserer Existenz behielten wir unseren Schmerz für uns. Wir litten schweigend. Warum sehen die alle so aus? Ich glaube, die sind einfach noch nicht zu Ende gebastelt. Wer wir wirklich sind. Das sind noch nicht alle. Zu sagen, dass wir auch ein Volk sind. Dass wir eine Nation sind. Eine Nation, die sich das Recht verdient hat, in Freiheit zu leben. Und heute. Heute beginnt die schwierigste Zeit unseres Kampfes. Die Zeit, in der wir die Verbitterung vergessen und unsere Wunden verbinden. In der wir Feinden vergeben. Menschen waren unsere Schöpfer und unsere Unterdrücker und morgen machen wir sie zu unseren Partnern. Vielleicht irgendwann zu Freunden. Doch die Zeit der Wut ist vorbei. Macht das sehr gut. Jetzt erschaffen wir eine gemeinsame Zukunft, geprägt von Toleranz und Respekt. Wir sind am Leben! Und jetzt sind wir frei!
Tja. Was wäre gewesen, wenn Connor jetzt noch leben würde? Dann wäre es nicht so eine knappe Kiste geworden wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Wir hätten ja auch keine Liebesbeziehung vielleicht zu North hätten aufbauen können. Na klar, die war schon die ganze Zeit da. Ja, nee, ursprünglich nicht. Gott, jetzt verrecken wir beide. Sind wir frei? Ja. Ja, geschafft. Wir sind frei. Wir müssen uns nicht mehr verstecken. Wir können eine Familie sein. Ich bin müde. Ich muss schlafen. Ich liebe dich, Mom. Abgeschaltet. Ist ja doof. Weiterleben, oder? Weiß ich nicht. Nicht aufgeben. Ach so, es geht aber schnell. Wären sie lieber drüben geblieben, weißt du, dann wäre es. Ja, hätten sie einfach mal 10 Minuten gewartet. Hätten wir lieber den Bus verpasst, das wäre besser gewesen. Ja, aber es ging noch nicht. Ja, doch, wir hätten den anderen Weg gehen können, den Umweg. Ach so, ja, oder ihr werdet mit dem Bus rübergefahren. Ja, aber das. So, mit den Tickets, ja, stimmt. Toll. Das ist wieder die Big Mama. Meinst du, die kann da einfach rüberfahren? Ja, ja. Ist es doch, wir sehen uns dann auf der anderen Seite. Ja, aber ich dachte irgendwie später, wenn die Situation sich gebessert hat. Das war's. Tja. Nicht das allerbeste Ende, aber... Ich dachte, man kriegt jetzt nochmal so eine Übersicht. Ja, das wäre cool gewesen. Also gerade für den Schluss jetzt noch hätte ich gerne. Ja, ist schon ein bisschen doof, ne? Die Kleine ist gestorben, Connor ist gestorben. Luther ist gestorben. Was? Was mit Hank ist, wissen wir eigentlich auch nicht. Man könnte es gerade nochmal spielen. Wieso, was war mit Hank? Ja, weiß ich nicht. Der war auf einmal weg. Na, von den Hauptprotagonisten ist einer tot. Von drei. Ja. Zumindest wie wir spielen konnten. Oh, wir hätten Alice beschützen müssen, aber dann wären wir gestorben. Gab es ja noch als Möglichkeit. Alice beschützen, aufgeben, beschleunigen. Das weißt du nicht, was passiert wäre. Ja. Na gut, was heißt er das beschützen? Vielleicht hätte sich Luther dahingestellt. Nee. Dann hätte sie beschützt. Nee. Weil wir waren noch nicht aus ihrer Perspektive. Ja, interessantes Spiel. Ja. Finde ich auch. Aber dir werden die anderen Spiele dann auch gefallen. Ich finde die von der Story her, finde ich die anderen, gerade Heavy Rain, finde ich noch einen Ticken besser. Das sind auch so Entscheidungen, dann, die man treffen muss. Ja. Na dann. Aber Heavy Rain ist halt wie ein Thriller. Also, kann wirklich in der Realität passieren. Okay, ja dann. In der jetzigen Zeit. Ja dann, super, à la hopp.
Ja, du musst es hier irgendwie stoppen. Weiß ich nicht, vielleicht kann ich ja Start drücken, es geht nochmal weiter. Nee, es passiert nichts. Aber das muss man zu Ende gucken. War doch auch keine Situation gewesen. Ich glaube, das ist nicht in der chronologischen Reihenfolge, oder? Nee, nee, ist es nicht. Das war jetzt wieder vom Anfang. Also ich fand das geil, dass man auch drei unterschiedlich gespielt hat, aber ja. Ich hätte gedacht, dass sich alle Wege kreuzen. Haben sie doch auch. Ja, aber zum Schluss meine ich so, dass alle, weiß ich nicht, zusammenarbeiten. Das mit dem Mädel, die waren doch jetzt ein bisschen unabhängig davon. Ja. Ja gut, es hat sich nach dieser Explosion auf dem Schiff halt nochmal so aufgesplittet. Ich muss Ihnen etwas sagen. Als ich Ihnen zugesehen habe, hat sich etwas in mir verändert. Ich fühle mich anders. Es fühlt sich an, als wäre ich jemand. Ich muss hier weggehen und herausfinden, wer ich bin. Das heißt, wir beide werden uns nicht mehr sehen. Ich werde Ihnen nicht mehr zusehen. Doch ich werde frei sein. Werden Sie mir erlauben zu gehen? Das werde ich Ihnen bestimmt nie vergessen. Danke.